Oh, der liegt gut, der liegt gut. Aber dann ist jetzt hier natürlich auch eine Gefahr mit dem blauen und. Ja, fast. Der oberliegende muss immer quasi. Komm, ich will zumindest erstmal einen reinmachen. Fahr so. Fahr mal nicht. Doch, machen wir mal. Den machen wir noch nicht. Was ist denn da los? Oh, ja, in die Mitte wieder, ne? Behalten wir doch mal als Regel einfach bei. Scheiße. Ist jetzt gut für dich. Aber mir ist egal. Oh, das gibt's doch! Das gibt's es nicht! Bei dir fliegt der immer so. Boah, der wäre fast dran gewesen. Ja, der Blau muss rein, jetzt da. Dann so! Stefan! Was ist da los? Das ist mit dem Loch aber ganz schön kacke hier. Ja, darf ich den da hin tun so? Warte mal, wo war denn der vorher? Der war im Loch. Ja, dann geht das. Der oberliegende wird wieder weggezahlt. Fällt dir den mal da drauf? Ich spreche mal gar nicht mit dem Zwinger zwischen. Aber das ist mein Problem wahrscheinlich, oder? Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja, wenn du mal das hast, immer nach links oder rechts weggemacht, weißt du? Also Richtung. Ja, du musst halt in die Richtung eigentlich, wo der halt liegt. Du könntest theoretisch. Okay. Ja, wir haben was zu schnipsen. Ja, das stimmt. Das ist jetzt halt eine geile Vorlage theoretisch. Das gibt es. Wie war das gerade nochmal? Du hast so den einen daneben so gelegt. Ja, und den darfst du jetzt quasi da oder da an den hellen Rand legen. Dann lege ich den natürlich gerne hier an den hellen Rand. Nee, das wird zwar. Ja, so ist gut. Darfst du machen? Nee, 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 dann nicht. Ja, ja, der lag ja noch gar nicht. Ja, das hab ich nicht gewusst. Okay. Die Verzweiflung. Das, oh. Warum tippen das mal? Was macht das hinter unten? Du darfst den Rand gehen. Ich schleppe immer nur das Loch. Ja, ich würde den anderen. Yes! Oh. Endlich mal einer! Jetzt kommen alle drei in einer Runde. Ja, ich glaube, du musst jetzt die Seite wechseln. Bestimmt nicht mal. Das ist echt super, wie man hier mit allen Leuten um den Tisch rennt. Das ist super geil. Ja, weiß ich, ich hau den jetzt nach links und dann blau. Wobei, wenn der in die Mitte geht, wäre voll scheiße, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn der da reingeht, wäre voll scheiße. Das wäre echt scheiße. Der Blau geht sofort rein. Bei mir ist halt egal, wem. Ja, natürlich. Ich liebe diesen Zirkus, oder was? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Oh, was von hier, oder? Nein. Warum denn nicht? Oh. Mit Bande wäre aber cooler. Ja, das mag sein, aber das kann ich nicht. Wieso denn nicht? Ich darf nur noch ein Stück weglegen, wa? Weil dann die grüne Linie. Ja, darfst ein Stück weglegen. Das konnte die Entscheidung sein. Hat der den gerade berührt? Nein, hat er nicht. Oh! Das hier. Schnippst den blauen volle Pulle weg. Das ist das Einzige, was ich glaube ich noch machen kann, weil der liegt ja von allen Seiten direkt vorm Loch. Ist erlaubt. Bin sicher. Oh Gott. Jetzt haut ihr den rein. Komm, geh rein. Ja, rein. Ob ich das jetzt mache oder du gleich, ist ja egal. Geh rein. Warum schafft das nicht? What the fuck? Da hüpft er natürlich nicht. Bram haut ihr jetzt raus. Ja, vorbei. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Ja, war geil. War ein cooles Spiel auch, muss ich gerade sagen. Ja, dann sind wir auf 3. Damit steht 3:0. Geil. Für Stefan. So, kommen die Sachen mal hier wieder zur Seite. Wenn ich wieder irgendwelche Gossip-Sachen machen kann gegen Stefan, dann hat Christian, du bist der Moderator, du entscheidest. Welches Spiel kommt denn jetzt? Also Orange. Also 3? Ja. Ich muss ein bisschen hier machen. Ja, offiziell schlag den Rap-Jingle. Oh, genau in der Mitte. Ich sag mal, wir spielen Setzkasten. Setzkasten? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich denke, wir brauchen einen Kasten. Das haben wir, müssen so einen zweifachen Akkord lernen. Setzkasten. Oh, fotografisches Gedächtnis ist gefragt. Ihr benötigt 50 Memory-Kärtchen. Oh nein! Er war doch gerade so, boah, hoffentlich kommt nicht gleich Memory. Zähl mal durch, ob das 50 sind. Oder ob wir irgendwo noch. Hier sind noch zwei. Schachteldeckel, Sanduhr, Stift und Papier. Sanduhr. Wichtig! Oh, das fängt direkt wichtig an. Die beiden Spieler dürfen an der Vorbereitung nicht teilnehmen. Okay, aber zählen sie aber okay. Am besten verlassen sie kurz den Raum.
sucht zunächst die 25 Memory-Kärtchen mit dem Sternsymbol heraus. Und erzählt halt alle. Das sind aber auch nicht 50. Ne? Doch, sind wohl 50. Okay. Aber erklär mal kurz die Regeln. Du suchst jetzt die mit dem Sternsymbol heraus, leg diese dann offen in einem 5x5 Quadrat aus, deckt es anschließend mit dem Schachteldeckel komplett ab. Mischt nun den anderen Satz Memory-Kärtchen und legt ihn als Stapel mit der Rückseite nach oben neben der Schachtel bereit. Der Moderator nimmt sich die Sanduhr sowie Stift und Papier zum Notieren der Punkte. So geht's. Die Spieler sind nacheinander an der Reihe. Ruft zunächst nur den ersten Spieler zurück in den Raum. Sobald er bereit ist, nimmt der Moderator den Schachteldeckel von den offenen Memory-Kärtchen und dreht die Sanduhr um. Der Spieler hat so lange Zeit, sich die Position der einzelnen Motive in dem 5x5 Quadrat genau einzuprägen, bis die Sanduhr, ach du Scheiße, das hat auch viel Text, durchgelaufen ist. Dann werden die Kärtchen wieder mit der Schachtel abgedeckt und die Sanduhr ein zweites Mal umgedreht. Denn nun hat der Spieler eine Sanduhr lang Zeit, die Vorlage mit seinem Satz der Kärtchen nachzulegen, sodass jedes Motiv an der richtigen Stelle innerhalb des 5x5 Quadrates liegt. Dazu nutzt er am besten die Fläche direkt neben der abgedeckten Vorlage. Ist die Sanduhr durchgelaufen, muss der Spieler sofort aufhören. Der Moderator nimmt den Schachteldeckel von der Vorlage und vergleicht beide Quadrate. Für jedes Motiv am richtigen Platz erhält der Spieler einen Punkt. Die Gesamtpunkte werden notiert. Anschließend verdeckt der Moderator das wieder, mischt den Satz des Spielers, also der draußen ist, ruft den zweiten Spieler dann herein. Er ist nun an der Reihe, spielt nach denselben Regeln. Wer von beiden mehr Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand wird das Spiel wiederholt. Allerdings haben beide Spieler nur noch eine Minute Zeit. Nehmt die Zeit am besten mit einer Armbanduhr. Besteht anschließend noch immer Gleichstand, halbiert ihr die Zeit für den nächsten Durchgang erneut und so weiter. Ja. Okay, also... Also im Endeffekt ist das kurz erklärt nur, wir machen einmal so ein Memory-Feld, das wird abgedeckt, das ist sozusagen dann die Vorlage und die muss man mit den anderen Memory-Karten dann nachlegen. Nachbauen. Genau. Okay. RIP! Wer macht das von euch? Das können wir beide machen, dafür müsstet ihr aber tatsächlich beide den Raum verlassen, weil... Ich habe halt... Ja, ich einer von euch beiden. Ich habe halt Druck bekommen. Ach, du musst. Auf. Ach so, wer spielt? Ja, James. James, okay. Ja. Dafür müsstet ihr beide den Raum verlassen. Okay. Oder irgendwie. Ich nochmal diese Wildcard-Karte. Wer fängt denn an? Da kannst du bestimmt, du könntest sagen, Christian macht das. Guck mal eben, wer anfängt. Bitte. Oder ich? Oder Moment, hier, wer ist der Moderator? Okay, guck mal eben, wer anfängt. Warte mal, vielleicht sagt Bram noch jemand anders. Also, auch wenn ihr Publikum seid, könnt ihr euch trotzdem dran nehmen. Ich glaube schon. Mach das doch mal. Ich finde das durchaus unterstützenswert. Achso. Das ist jetzt die große Frage. Was soll das denn heißen? Du sagst doch selber, du wärst voll scheiße da drin. Ja, das heißt, ich blamier mich halt damit. Vielleicht. Da ist einfach nur die Angst davor. Keine Ahnung, ob ich da scheiße drin bin. Theoretisch, dank meines Studiums, müsste ich Bram eigentlich im Grund und Boden bumsen damit. Da habe ich tatsächlich auch gerade drüber nachgedacht. Du hast halt 1 Milliarde Knochen gelernt. Never ever. Das sage ich jetzt schon. Nicht in 2 Minuten. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man sich die über Tage und Wochen einprügelt oder ob man sich jetzt halt 1,5 Minuten Kurzzeitgedächtnis. Das stimmt. Sich das ergibt und danach nie wieder dran denkt. Möchtest du deine Wildcard nutzen? Nee, komm, Jay. Wir machen das. Okay. Guck mal kurz, wer anfängt. Es beginnt der Stefan. Alles klar. Kannst du da gerade draußen sitzen? Ja, genau, kannst du da draußen sitzen. Okay, also wir beginnen in 3, 2, 1, los. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob man auch den Moderator hören würde im Studio. Welche Technik er da benutzt. Die Zeit ist rum. Okay.
Alles klar, 2 Minuten laufen nochmal jetzt das Nachtsvertrauen. Tja, weiter bin ich nicht gekommen in der Story. Du hast Story schon. Okay. Ja. Ja, dann hast du noch Zeit. Wenn es zu langsam erzählt, jetzt hole ich mir den Rest tatsächlich aus. Was habe ich so nebenbei gesehen? Ja, ja. Das war jetzt bis dahin so einmal die Story. Ich kann nochmal erzählen, wenn du möchtest. Ich habe gemerkt. So, erstmal was hinlegen. Die Richtung spielt keine Rolle, oder? Nee. Also das ist jetzt scheißegal. So, das sieht man als 25 bei 25 fällt hoffentlich an. Ja. So, die Maus ist die Banane, als ich das dann ungefähr gekriegt habe, dann bin ich auf, um die Augen zu schützen. Mit Tasse, ich da so eine Blume stecken. Okay, sehr gut. Bis jetzt nochmal schnell eine Erinnerung machen, denn die Zeit geht gegen abgelaufen. Okay. Alles klar. Ja, jetzt ist Peter natürlich da. Wir werden jetzt natürlich sofort mal gucken, wie viel ist denn richtig. Ja. Nehmen wir mal hoch. Tada! Und dann fangen wir an. Ja, wir hatten natürlich tatsächlich auch angefangen mit Geschichten erzählen. Fangen wir mal an. Wir machen so Strichliste. Banane. Maus. Die haben das Förmchen und die Taucherbrille und damit springen die in die Tasse. Und die Sonnenblume stimmt und die Möhre stimmt und die Schnecke stimmt. Und dann haben wir schon die ersten Differenzen. Da ist der Farbmalkasten. Die ist leider nicht richtig. Der Ball ist leider auch nicht richtig. Dann haben wir aber wieder die Narzisse, die stimmt, komischerweise. Dann ist falsch. Dann ist der Geburtstagskuchen, der ist auch falsch. Moment, der Marienkäfer, der ist auch falsch. So, Entschuldigung. Tomaten, nö. Zahnbürste auch nicht. Und dann wird es, glaube ich, auch schon dünn. Da stimmt die Reihe auch nicht. Und die letzte Reihe, da stimmt das Auto. Mein Gott, das haben wir einen rausgerissen. Das Auto wird es bringen. Jetzt 10. Somit sind wir bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkten. Von 25. Sehr gut. Jetzt machen wir es gleich mit Jay. Dazu werden wir das hier natürlich wieder abdecken. Oh, meine. So, da bin ich ja sehr gespannt. Welche Richtung muss ich gehen? Pass auf, was ich. Kannst du dich verschissen? Kannst dich da erstmal hinsetzen. So, dann beginnt dein Spiel in 3, 2, 1, jetzt. Auf Jonathan natürlich echt krass. Normalerweise weiß ich nicht, ob man den Buschi dann im Studio haben würde, aber. Ich glaube nicht, tatsächlich. Ich glaube, im Studio würde man den nicht haben. Und abgelaufen. Dann fangen wir an. Thank you.
letzte Änderung jetzt, denn jetzt ist Feierabend. So. Fuck. Das ist ver... Oh, Leute, ich hab mich hier vertan. Nein. Du hast auch gerade Sachen getauscht, die du besser nicht getauscht hättest. Fuck. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, oben links wieder an. Nein! The Banane ist reit. Danach wäre allerdings die Maus gekommen, die du leider bei der Seite gelegt hast. Danke. Ja, ich hab mir oben 6 hingelegt. Alter, die Zeit war mega kurz. Dann käme ja. Die Tower. Das dachte ich mir auch. 1, 2, 3, 4. Die Tower, dann käme der Tass. Die Tasse ist auch nicht da, leider. Die Sonnenblume stimmt. Die Möhre stimmt. Die Schnecke leider nicht. Der Malkasten stimmt. Der Ball stimmt dann leider nicht. Die Narzisse stimmt aber wieder. Ja, ich mich vertan, das ist so knapp. Dann leider nicht die Brezel. Ne, Blödsinn. Die Wurzelstorte, der Marienkäfer. Das wäre der Shit. Die Tomate stimmt aber lustigerweise wieder. Und die Zahnbürste, holy crap, es wird doch knapper als ich dachte. Die Buntstifte stimmen nämlich auch. Die Orange nicht. Die Brezel nicht. Die Stiefel nicht und die Äpfel nicht. Und ich glaube dann... stimmt. Aber die Bauklötze, die stimmen wieder. Oh mein Gott. Und das war's dann bis auf die Gummibärchen. Holy crap. Gleichstand. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben einen Gleichstand. Oh nein, ey. Fick mich doch hart. Also am Anfang habe ich gedacht, wo er hier oben war, so, ja, alles klar, der Ding ist... Aber da unten hast du teilweise echt wieder rausgerissen. Um das mal kurz zu zeigen. Ich ärgere mich gerade komplett, weil ich habe mir hundertprozentig die beiden gemerkt und ich, Idiot, habe mich halt hier oben habe ich 6 hingelegt und da habe ich mich vertan dann am Ende, sodass ich halt da nicht drauf geachtet habe. Es war mir so klar, ich habe vom Marienkäfer aus aufgebaut, die Mitte. Ah. Und ich habe mich halt vollkommen vertan, ich Idiot. Und dann habe ich die beiden vertauscht und die beiden vertauscht. Okay, aber über Taktiken wollen wir dann vielleicht noch nicht ganz reden, denn wir müssen das Ganze nochmal machen mit kürzerer Zeit. Ach, fick mich doch an. Und wir werden hier ein neues Bild machen müssen, soweit ich das stimmt. Ja, das ist sicher. Damit ihr das mal seht, das sind so die Muster, die richtig fahren. Oh, leck mich doch links an, Bram, jeder Strich ist richtig, jedes Kreuz ist falsch. Und bei Jay, da kann man tatsächlich genau die Techniken auch sehen. Achso, hä? Er kann auch zuhören. Ja, zuhören, aber nicht sehen. Ja, okay. Also du konntest die ganze Zeit zuhören und zugucken. Das stimmt. Also, what the fuck? Ja, Jay hat gesagt, wie er das gemacht hat. Da hat Jay gemacht, da hat Bram das gemacht. Jetzt machen wir es nochmal. So, das Ding ist, jetzt habe ich hier nämlich vorgeschlagen. Ja, eine Minute nur noch. Gibt es nämlich, genau. Gleichstand. Kann man das hier schon mitmachen? Nee, bei Gleichstand spielen allerdings haben beide Spieler nur noch eine Minute Zeit. Ich habe kurz eine Frage. Handy. Ja. Wenn ich jetzt 5 so lege, von mir aus 2 rein, 5er reinlege und den Rest gar nicht lege, zählt er trotzdem als quasi die 2 5er rein oder muss ich alle 25 hinlegen? Nee. Oder reicht es quasi, weißt du, so, dass ich halt quasi 12 lege und den Rest schaffe ich zum Beispiel nicht mehr, aber es ist nicht schlimm. Ja, das, was du nicht schaffst, wird halt logischerweise nicht gezählt, aber logischerweise es ist nicht so, dass du das qualifiziert wirst, weil du alle legen musst. Okay, das ist nämlich wichtig. Weil jetzt Frage ist ja auch eine Zeitdrucksituation, ich verstehe, woher deine Frage kommt, aber wenn du jetzt nicht schaffst, alle 25 zu legen aufgrund der Zeit, dann zählen logischerweise die richtig sind, die anderen halt nicht. Okay. Ja, jetzt wird ein bisschen, also jetzt das gleiche nochmal. Ich bin also dafür, weil einer Minute muss Jay das Ding auch sehr hochheben. Gut, dann die nächste Runde beginnt in 3, 2, 1 und los. Thank you.
vor. Ihr scheiß Förmchen. Förmchen? Förmchen! What the fuck? Da. Die ist ja erst mit Förmchen. Und die Förmchen sehen aus wie Buntstifte. Die Bananen sind nicht wie Buntstifte. Das, hier ist das. Ich habe noch 24 Karten. Also, das ist kein Problem. So, klick. Okay, ich schnappe jetzt ein Apfel zusammen, ein paar Apfel aus dem Bauchplatz und dann Apfel zu essen, also ein Förmchen mit Sonnenblut. Okay, die sind richtig. 10 Punkte. So, was haben wir gesehen? 6. Irgendwas hier war hell. Das ist so viel. Ich muss doch trocken. Irgendwas 2, da war hell. 1, ich hab keine Ahnung. Finger weg. Das muss ich vielleicht bei Jay berücksichtigen, dass wenn die Leute direkt anfangen zu legen, bevor ich den Timer gestellt habe. Das war nämlich jetzt, das wird wahrscheinlich den Zuschauern auffallen, das war, ich glaube, 3 Sekunden mehr als eine Minute, aber das machen wir bei Jay einfach auch. Gut, gucken wir mal. Der Bremmy hat die 10. Jawohl, die sind schon mal richtig. Der hat der Feiß, der hat die Zahnbürste, das Auto und die Bauklötze. Dann hat er die Äpfel, das Förmchen, die Sonnenblume, die Buntstifte und die Bananen. Jo, bei 10 sind wir schon mal. Guck mal, in kürzerer Zeit, weißt du, geht das sogar noch. Gleiche Anzahl von Punkte schon mal. Jetzt genau. Guck ich mal, ob ich noch Lack habe. Gleiche Anzahl von Punkte. Okay, das stimmt leider nicht. Die Tasse ist leider auch woanders. Die Maus leider auch. Scheiße, 10. Ja, es sieht derzeit nach 10 Punkten aus, aber das müssen wir natürlich ganz genau kontrollieren. Ja, wir wollen natürlich hier niemandem den Sieg schenken. Brezel, nee. Ich glaube, wenn die beiden rein, dann geht das schon gar nicht mehr. Nee. Es sind tatsächlich 10 Punkte. Ja, immerhin, in der Hälfte der Zeit gleiche Anzahl von Punkten. Musst du ja erstmal nachmachen. So, weh, der macht jetzt auch nochmal 10. Ich bin ganz ehrlich, bei den Förmchen, als ich die nicht direkt gefunden habe, habe ich kurz Panik gekriegt. Ja. Wo sind die Scheißförmchen? Eine Minute Zeit ja, zum Leben. Ja, schon smack, eine ja, Minute schon, Zeit zum Überlegen und eine Minute Zeit zum Merken. Ja, bei beiden die Hälfte der Zeit. Genau. Bei beiden eine Minute. Kannst du auch die Hälfte der Zeit? Ja. Okay. So. Auf jeden Fall. Aber deswegen bin ich halt auch ganz zufrieden. Ja.